Wer in diesen Tagen durch das Zentrum von Mannheim spaziert, dem begegnen sechs markante Gestalten. Dem Betrachter offen zugewandt oder auch ganz mit sich beschäftigt. Die evangelische und die katholische Studierendengemeinden haben die sogenannten Paste-Ups am Wochenende vor Ostern an Mauern und Zäune tapeziert. Die Anbringung erfolgte in Corona-konformer Kleinstbesetzung. Entwickelt haben die Charaktere 10 Jugendliche und junge Erwachsene in Online-Workshops. Dadurch, dass wir die Texte schon kannten und auch noch mal gemeinsam angeschaut haben, uns auch noch mal Gedanken gemacht haben, was fällt uns auf, was ist für uns besonders wichtig in dem Text, ist es mir relativ leicht gefallen auch. Schwieriger fand ich dann quasi die alten Personen quasi auf die Gegenwart dann umzuändern und da einen Charakter zu erstellen, der halt auch wirklich heutzutage uns begegnen könnte. Die Vorstellungen der Studierenden waren Grundlage für die Illustrationen der Hamburger Künstlerin Verena Hartmann. Das ist für mich total schön mit anzusehen, wie ganz andere Bilder auch von diesen Charakteren so entstehen, die man sich selber so vielleicht gar nicht bis jetzt vorstellen konnte. Weil oft doch die Darstellung ist so mit Leinengewändern und man bleibt in der damaligen Zeit und es gibt nicht diese Aktualisierung. Die Figuren erzählen vom Entsetzen und Schrecken über Jesu Tod, aber auch davon, wie Jesus den Trauernden in unterschiedlicher Gestalt wieder begegnet. Im Johannesevangelium ist es Maria Magdalena, die ihr Gegenüber nach dem Verbleib des Leichnams fragt. Dieser Gärtner, der sagt aber, lass ihn los, er ist weg. Und trotzdem merkt sie, irgendwas von ihm ist noch da. Und sie erkennt in einem Gärtner, oder wir würden sagen heute in einem Straßenkehrer, jedem, dem ich auf der Straße begegnen kann, kann mir zu Jesus werden. Ich kann in ihm Jesus erkennen. Wenig verwunderlich sind die Aktualisierungen der biblischen Figuren auch von den Eindrücken der Pandemie geprägt. Einerseits, wir wollten nicht eine sehr leidende Maria darstellen, sondern eher eine starke Maria, die uns auch Hoffnung gibt und auch zeigt, ich glaube und ich suche und ich werde auch finden. Und genau, da hat sich mein Blick ein bisschen auch geändert und da denke ich häufiger irgendwie in der aktuellen Zeit an die ganzen Krankenschwestern, die vielleicht auch einerseits leiden, aber gleichzeitig auch super stark sind. Und auch der Schriftzug Fuck Death, Scheiß auf den Tod, den jede der sechs Figuren trägt, lässt sich als Interpretation der österlichen Hoffnung im aktuellen Zeitgeist lesen. Auch wenn es gerade vielleicht blöd ist und selbst wenn wir gerade vielleicht traurig sind und uns einfach zum Weinen zumute ist, wie zum Beispiel Maria, als sie realisiert, dass Jesus gestorben ist, gibt es trotzdem noch Hoffnung und es wird auch die Auferstehung kommen und es wird auch eine Zeit nach Corona geben, die dann quasi unsere Auferstehung so ein bisschen darstellen wird. Die österliche Hoffnung als roter Faden und doch steht jede Figur für sich. Die Illustrationen kommen bewusst ohne religiöse Symbole aus. So kann jeder seinen ganz eigenen Zugang finden. Über einen QR-Code gibt es bei Bedarf weitere Infos im Netz, inklusive Audiodateien mit fiktiven Mono- und Dialogen der Figuren. Ha, ich erkenne sie doch. Sie waren doch auch mit diesem Aufrührer zusammen. Ich hab's in den Nachrichten gesehen. Der hat jetzt bekommen, was er verdient. Ob mit oder ohne Begleitmaterial, die lebensgroßen Paste-Ups fallen auf. Ja, ich finde das sehr gut, sozusagen alte Geschichte, alte Mythen oder auch alter Glaube neu interpretieren und auf eine künstlerisch ansprechende Weise hier was darzustellen. Und das ist, glaube ich, auch schön für die Leute hier im Stadtteil, dass sie hier so Sachen dann sehen. 2000 Jahre alte Geschichte im modernen Street-Art-Style. Innovativ ist das allemal. Und durch den ökumenischen Zusammenschluss sind alle Standorte, größtenteils Kirchen, zentral und gut erreichbar. Dass die Kunstwerke nicht von Dauer sind, gehört in mehrfacher Hinsicht zum Konzept. Das müssen wir in Kauf nehmen. Wir haben zwei Standorte mit Wänden, wo es entfernt werden soll mit der Zeit. Rückstandsfrei, wenn möglich. Und dort ist natürlich schon das greifbar, dass es was Vergängliches auch ist. So, wie das Leben vergänglich ist und trotzdem wir in dieser Vergänglichkeit eine Perspektive entdecken, die darüber hinausgeht. Darum geht es auch an Ostern.